Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zu Bufo, der sich beim letzten Mal seiner Wurzeln besinnt hat und ja, festgestellt hat, dass er in Danglanis hier gleich schon wieder ein fettes Geschäft machen kann. Deswegen gehen wir nochmal gerade eben ganz, ganz kurz zurück, denn in Pencanoc haben wir ein paar Sachen eingekauft. So, inzwischen scheint der Weltmarkt ziemlich erwacht zu sein und Bufo ist mehr als nur bereit dazu, diesen Deal anzunehmen. Ja, solange das hier schön grün ist, ein fantastischer Deal hier. Die Schweine, wie gesagt, habe ich für 22 gekauft. Jetzt möchte ich mal gerade mal gucken, was passiert. Oh, warte mal, für den Ton habe ich 10 gezahlt. Das machen wir auch gerade eben mal. Ja, nehmen wir easy peasy mit. Samt weiß ich, dass ich das irgendwo anders noch herbekomme. Beziehungsweise besser verkaufen kann. So, wir haben jetzt hier 138. Jetzt möchte ich mal gerade nochmal ganz genau gucken. Für Schweine. Ich habe jetzt momentan 695. Wenn ich jetzt ein 5er-Stack Schweine verkaufe. Ich will es verkaufen, nicht wegschmeißen. So, bekomme ich 175. Bekomme ich dafür ein XP? 695 hat es geheißen. Yo! Okay, das ändert eine Menge. Auf einmal bekommen wir Geld für Schweine. Das ist cool. So, 1805. Das ist echt fantastisch. Guckt euch mal an, das hat ja eine Menge ausgemacht. Und wie viel ist eigentlich Fleisch bei euch wert? Fleisch ist bei euch rar. Was ist, wenn ich jetzt einfach mal 5 Schweine hier... Ja, also de facto, Leute, das Fleisch ist mehr wert als die Schweine. Tut mir ja leid, liebe Schweine, aber... ihr seid als Fleisch mehr wert. Jetzt habe ich auch noch jede Menge Fellets hier, wie ihr sehen könnt, jetzt hier auch noch dadurch generiert. Ich glaube, ich sollte die Schweine, wenn sie so günstig sind, also wenn sie unter 30 sind, kaufe ich sie. Dann haut das hier voll rein. Ich glaube, Bufo geht jetzt hier in das große Fleischgeschäft, Freunde. Und guckt mal, wie viele Sauereien er jetzt hier anstellen kann. So, wie viele Schweine habt ihr? Ihr habt hier leider nicht viele Schweine, aber sie sind auch insgesamt sehr günstig. Holz ist hier auch überaus günstig. Das ist okay. Ich kaufe jetzt hier gerade eben mal. Ja, so viel. Keramik haben die hier auch. Wahnsinn. In Ostikan auch. Ich glaube, ich muss mal dringend nach Ostikan wieder reisen, so wie das hier aussieht. Leder ist in Danglanis verkäuflich. Dann müssen wir nochmal ganz, ganz kurz nach Danglanis. Fell sieht auch sehr verkäuflich aus. Moment, Moment, Moment. Flachs, nee, ist hier nicht gut. Aber die nehmen hier wieder Rohseide. Wobei, nee, Rohseide ist woanders besser verkäuflich, wie ich gerade eben realisiere. Also, unser Weg führt uns jetzt wieder... Oh, Marunat ist jetzt wirklich hier. Marunat brennt. Halten wir das mal fest. Also, das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder nach Ostikan, weil wir haben erfahren, dass es in Ostikan einen geilen Deal anscheinend für Bufo zu holen gibt. Und ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich aus dem Königreich vielleicht wieder austrete. Nach dem Motto so, ja, ich habe ja eh nicht wirklich was Sinnvolles. Man hat mir eine Burg vermacht, aber Bufo denkt sich, ah nee, da oben ist auch kalt, wisst ihr, bei den Nordmännern. Da will ich ehrlich gesagt nicht wohnen müssen. Hat er einfach keinen Spaß dran. So, handeln. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Ja, Fleisch geht hier für 54 momentan. Das ist fantastisch. Wenn man bedenkt, dass wir 25 für die Schweine gezahlt haben, finde ich das einen richtig coolen Deal. Rohseide in Oxhall angeblich deutlich teurer verkäuflich. Trauben. Nee, das machen wir anders. Leder. In Danglanis angeblich. Ja. Passt aber trotzdem. Keramik. Keramik finde ich auch in Ordnung so. Fell. Oh, Fell geht hier ja ab. Fell ist ja hier der Oberhammer. Okay, leider brauchen sie nicht so viel. Aber trotzdem, dann machen wir hier wieder 7000. Zack. So, wieder zurück nach Rowald.
Leider haben wir gerade eben kein XP gemacht. Also kein Punkt, kein Fertigkeitspunkt, an dem wir es hier gerade eben versuchen zu arbeiten. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Handel. Ja, Fell können wir hier richtig gut verkaufen. Guck mal. Ja, mehr als 200 sollten es schon sein. Leder. Klingt gut. Keramik. 270 ist der beste Wert, den wir bis jetzt gesehen haben. Auch das hier finde ich gut. Samt ist bis jetzt der beste Wert, den wir gesehen haben. Den Rest verkaufen wir woanders. Rohseide wieder. Also ich glaube nicht, dass in Oxhall dafür wirklich so viel gezahlt wird. Guck jetzt mal, dass ich jetzt schon mal ein bisschen was... Also vor allem kaufen die sowieso nicht so viel davon. Trauben haue ich auch raus. So ein bisschen Hartholz haben wir ungefähr 17 dafür gezahlt. Ja, das sieht schon wieder sehr gut aus. Das waren wieder zwei Fertigkeitspunkte. Pferde, nee, bekommen wir hier nicht wirklich zusammen. Hier gibt es wieder jede Menge Getreide. Nur mal überlegen, für 8 kann man auf jeden Fall mal wieder hier eine größere Menge Getreide einkaufen, würde ich mal behaupten. Aber wir kaufen auch wirklich nur für die 8. Sobald es auf 9 hochspringt, ne, dann haben wir einfach den besseren Gewinn an der Stelle. Dann können wir es auch theoretisch woanders noch im Notfall für 9 verkaufen. Was wir nicht tun werden, aber theoretisch könnten wir es. Wir sind schon wieder über unserem Gewichtspensum. Flachs ist hier übrigens auch gerade eben nochmal sehr günstig. Ist mir egal, dass wir wieder über unserem Gewicht sind. UFO möchte das. Leinen. Oh, Leinen ist auch nicht schlecht. So. Die haben hier schon wieder so viele Schweine, ey. Ohne Witz, ich kaufe nochmal ein paar Schweine. Die wir dann wieder schlachten können. Fell, nee, machen wir nicht. Wie sieht's aus? Habt ihr hier bezahlbare Pferde? Nicht. Ja, wobei doch bezahlbar, würde ich schon sagen. Die Arbeitspferde nehmen wir hier. Alle 4. Man weiß, ich möchte keiner die teuren Pferde hier kaufen. I don't know why. So, wieder 8000 hier bezahlt. Jetzt geht's nach Oxhall mal wieder runter. Vielleicht sollten wir mal wirklich komplett woanders noch Handel treiben. Was ist da los? Für Adelsstand stimmen. Bei königlichen Dekreten haben Rang 4 Clanentscheidungen und doppelte Auswirkungen. Die Einflusskosten für diese Übereinstimmung wird verdoppelt. Ich stimme für den König. So. Ich bin ja nicht Rang 4. Das werde ich auch lange nicht sein. Deswegen ist es für mich total irrelevant, wenn wir ehrlich sind. So, also wir sind jetzt hier in Oxhall wieder angekommen. Oh, hier ist wieder sehr viel, sehr grün. Den Samt können wir herausballern. Leinen können wir herausballern. Den Wein können wir hier weitgehend rausballern. Die Rohseide geht hier ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür gezahlt habe. Aber egal, Bier geht hier ganz gut. Das Fell geht hier ganz gut. Vielleicht bekomme ich wieder 8000 für, ne? Gott, oh Gott, oh Gott, was es hier alles gibt. Okay, dann gehen wir nach Pravent. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen loswerden. Jetzt haben wir schon 141. Also ihr seht, wir sind jetzt komischerweise in einer Phase, wo es plötzlich sehr schnell geht. Es gab aber auch ein paar Patches seither. Oh, Arbeitspferde, jawohl. Kauf mal alle Arbeitspferde, die sie hier auf Lager haben. Und die freuen sich hier über Rohseide, das knallt. Oh, und wie sie sich freuen hier. Und die freuen sich auch über Hartholz hier. Ich meine, dass ich ungefähr so 20, 25 für das gezahlt habe. Nee, ich glaube sogar weniger. Ja, das war wieder gut. Und Flachs war auch so für über... unter 15. Wir sind alles wieder losgeworden. Ich bekomme jetzt sogar Geld, obwohl ich Pferde gekauft habe. Habt ihr eigentlich noch Schweine? Ja, solange die günstig sind, kaufe ich sie. Das ist in Ordnung so für mich. Leder kaufe ich auch gerade eben mal. Wobei, nee. Ich habe festgestellt, dass es vielleicht besser ist, tatsächlich einfach direkt erstmal den Verkauf zu machen und den Kauf irgendwie separat durchzuführen.
Bin mir da momentan nicht so hundertprozentig sicher, aber mir kommt es so ein bisschen so vor. So, der ist mein persönlicher Hau drauf, wenn ich mich recht erinnere. Buffo ist hier gerade eben immer noch an alles selber im Grunde machen. Was macht denn der Hyänentyp? Das ist, glaube ich, wirklich nur mein Hau drauf, oder? Ja, der ist Bufos Hau drauf. So. Der ist Bufos Hau drauf, also sollten wir das auch mal so handhaben. Der hat Athletik bekommen. Kondition. Erhöht eure Gefangenenlimit um 5. Erhöht eure Truppgröße um 5. Ja, der bekommt das hier. So, Ausdauer skillen wir ihm auch noch mal ein bisschen was drauf. Dann kann er noch mal ein bisschen was lernen. Das passt für mich. Also, Pravind noch mal ganz, ganz kurz geschaut. Fisch haben die hier für einen recht günstigen Preis. Möchte es wirklich nur spottbillig kaufen. Trauben. Ja, auch spottbillig. Möchte es für... Da, wo waren die Trauben hier? Zack, nur für 30. Bier ist auch ein verdammt guter Preis. Für unter 40. Wein. Oh Gott, die haben ja viel Wein hier. Ja, unter 80 ist ein guter Preis. Leder. Ist auch ein guter Preis. So, dann gehen wir mal weiter nach Galand. Und so machen wir halt weiter, ne? So wird sich Bufo früher oder später ein Königreich kaufen können. Zumindest eine Stadt. Und das ist der Deal. Das ist der Weg, den er einschlagen möchte. Warum dafür kämpfen, wenn man dafür handeln kann? Leder, okay, geht hier für einen richtig geilen Preis. Bier ist okay vom Preis her. Schweine gehen hier ganz, ganz gut weg. Da haben wir ja 30 dafür gezahlt. Ja, ich kann die alle hier verkaufen. Und Getreide geht hier für 12. Jetzt geht's los, Leute. Wir haben das für 8 gekauft. Ich werde aber nicht für unter 10. Ja, 10 akzeptiere ich noch. Darf halt nicht auf 9 droppen. Genau, zurück. Zurück, Marsch, Marsch. So, wir bekommen wieder 7000. Bei den Pferden. Ja, die würden mir die Reitpferde abkaufen, aber damit fange ich jetzt nicht viel an. Sind wir schon bei 143. Was habt ihr denn hier Schickes im Angebot? Ihr habt Oliven im Angebot für 15. Ich kaufe alles, was unter 20 bleibt. So, bei 20 ist okay. Käse ist die Grenze für mich 25. Butter. Ein ähnliches Ding. Fleisch haben die hier noch für recht günstig. 25, dann machen wir die Grenze bei 30. Ja. Trauben können wir auch noch kaufen. Ist die Grenze auch 30. Wolle haben die hier. Oh, nice. Das ist verdammt gut. Da konnte ich alles einkaufen. Fell. Was ist denn hier los, ey? Dass das alles so geil läuft gerade eben. Wein kann ich ja auch noch mal ein bisschen kaufen. Öl kann ich ja noch mal ein bisschen kaufen. Und da unten haben sie wieder eine ganze Menge an Schweinen. Wobei 38 ist kein guter Preis. Das machen wir nicht. So, wie gesagt, immer ein bisschen drauf achten. Ne? Inzwischen, ich habe keine Ahnung warum, aber heute kann ich mir die Preise verdammt gut merken. Dafür, dass ich so verschlafen aufgewacht bin, bin ich gerade immer überraschend klar. Das ist manchmal ganz komisch. So, Handel. Hier werden wir Wein los. Ja, Wein haben wir gerade eben für 70 und so. Ja, das ist in Ordnung so. Butter können wir auch ein bisschen verkaufen. Wolle können wir verkaufen. Das passt so. Ich möchte noch ein bisschen was haben. 42. Mehr machen wir nicht. Trauben. Auch nicht mehr. Käse hatten die Grenze bei 25 gesetzt. Fisch. Oh Gott, 15 für Getreide. Keine Ahnung, was die alles fressen, aber wir sind offensichtlich der Hauptlieferant. Bin begeistert.
Der Wahnsinn, was wir hier gerade eben an Geld machen. Ja, mehr machen wir nicht. Und dann selber auch noch ein bisschen darauf achten, dass wir selber natürlich auch noch zu essen haben, aber so schnell verhungert ein Bufo nicht. Und seine Männer natürlich auch nicht. Warte mal, Wolle kommt auch nochmal. Ey, ohne Witz, wenn ich die Wolle loswerde, werde ich sie los. Warum will eigentlich keiner Butter hier? Wundert mich ehrlich gesagt. So, wir bekommen jetzt hier 15.000. Das waren 3 Fertigkeitspunkte alleine jetzt durch diesen einen Handel. Bin begeistert. Habt ihr irgendetwas, was ihr hier loswerden wollt? Öl. Für 110, komm, ich kaufe das Öl hier. Wein ist aus irgendeinem Grund jetzt hier, ne? Samt. Samt kaufen wir auch. Ja, so machen wir das. Hier gibt es wieder Schweine für 30. Ich setze mal die Grenze so bei 35 an oder sowas. Konnte alle Schweine kaufen, ohne Probleme. Oliven haben die hier für einen Spottpreis. Ja, komm. Das ist alles spitzenmäßig hier. So, und dann geht's wieder weiter nach Sargot. Also ich bin begeistert, wie das gerade eben läuft. Das ist jetzt nur noch ein Katzensprung. Naja, es sind immer noch 100 Punkte, ne? Aber trotzdem ist es der Oberhammer. Vor allem, weil wir dadurch mit der Zeit immer mehr handeln können. So, Wein für 111. Fell für 61. Ist auch relativ gut, relativ wohlgemerkt. Käse nochmal ein bisschen raus. Schweine haben... Ne, Schwein kriegen wir woanders besser weg. Oliven haben wir gerade eben... Ne, das war nicht gut. So ist besser. Öl. Tue ich nur 2 Stück. Ja, die wollen hier leider nicht so viel. Aber egal, das brachte auch wieder einiges an XP ein. So, das gucken wir mal nochmal. Rohseide, nee, Flachs. Flachs hier für 11 finde ich wieder gut. Werkzeuge für 56 ist gut. Solange es unter 60 ist, oder bei 60 kaufe ich es noch. Wein nicht, Silbererz nicht, Samt nicht. Schwein ist auch nicht so gut mit 39. Es ist immer noch gut, aber es ist nicht so gut, wie ich es mir wünschen würde. Gucken wir mal, wir waren schon lange nicht mehr in Charas. Wir können mal wieder in Charas vorbeigehen. Einfach mal, um mal die Schedule so ein klein wenig abzuändern. Wäre jetzt hier so mein Way to go. Ups. Dann schauen wir mal. Charas war ja bisher nie ein besonders guter Kunde. Wobei, Bier scheinen sie jetzt zumindest teilweise zu nehmen. Schweine für 47. Ja. Mehr machen wir nicht, sonst rechnet sich das ja nicht mehr. Lachs ist... Ich bleib dabei, dass du kein guter Kunde bist, liebe Stadt. Gucken wir mal nochmal, was wir jetzt hier noch machen können. Ne? Die haben jetzt ja auch wieder Pferde. Reitpferde, wir können schon 15.000 transportieren. Die haben hier halt fast nichts. Also irgendwie ist alles grün. Aber es kann auch irgendwie nicht so wirklich stimmen. Weil die haben nicht viel. Ne? Da kaufe ich halt ein Ding. Und dann ist der Preis gleich schon wieder völlig kaputt. Warum seid ihr hier bei 8? Ich kaufe auf jeden Fall jetzt hier für 8 natürlich das Getreide ein. Das ist super. Für 12 den Fisch. Keine Ahnung, warum der so günstig ist. Warum ist das so günstig? Hier der Käse, das ist erschreckend günstig. Ton für 15. Lachs, ja, den haben wir gerade eben da ja hinverkauft. Das Fell ist hier so überraschend günstig. Passt für mich. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Ihr habt hier Oliven, ne? Ich kann auch mal hier nochmal ein paar einfach einkaufen gehen. Kauft etwas. Die haben auch Oliven hier relativ günstig, ja. Kauft die Oliven hier komplett auf. Die Butter ist hier auch relativ günstig. Ich habe keine Ahnung, warum das hier so günstig ist, aber ich beschwere mich nicht. So. Die haben jetzt hier wieder jede Menge Pferde.
sehr günstige Pferde hier sogar teilweise. Ist auch wieder Butter für 26. Will ich hier noch mal Reitpferde kaufen? Ja, ich kaufe sie einfach weil sie günstig sind. Und dann gehen wir noch mal nach Sargon und dann gehen wir quasi wieder unseren Weg hoch nach Danglanis, weil also interessanterweise ist Batanien ein verdammt guter Produzent von allerhand Waren für uns gerade eben. Es lohnt sich für uns immer wieder dahin zu gehen. Hier Öl, wieder was hin verticken, Bier. Kann man einiges hier nochmal verkaufen. Schweine für 35 ist jetzt nicht so gut. Käse allerdings ist ein relativ guter Preis. Oliven. Die Oliven haben wir für. Ja, das ist jetzt wieder nicht so geil. Wo sind denn die Oliven? Wir sollten auf jeden Fall keinen Minus machen. Erstmal verkaufen. Wieder einen Punkt bekommen. Und jetzt schauen wir mal, was der im Angebot hat. Rohseide, nee, das haben wir schon besser gesehen. Das ist nicht schlecht. Wenn es unter 70 bleibt, ist es cool. Schweine für 39 haben wir auch schon besser gesehen. Also, ich habe keine Ahnung, was in Marunat los ist, aber ich glaube, Marunat kauft alles in Anbetracht ihrer Situation. Und wir schauen uns einfach mal an, was die Situation von Marunat jetzt gerade eben ist. Das fände ich persönlich eigentlich ganz gut. So, speeden wir da hoch. Sollte mal gerade eben mal gucken. Moment, bei unserer Familie Bufo. Kind. Ach, wir haben eine Tochter. Okay, jetzt wissen wir immerhin, dass es eine Tochter ist. Das heißt, wir müssen dringend noch ein Kind bekommen. So, was sagt denn jetzt das hier? Also, die haben ja Trauben. Ich sag's doch, die nehmen alles hier, ne? Seht euch das mal an. Die nehmen alles hier, weil es ihnen einfach nicht gut geht. 66 für Schweine. Ist der Oberhammer hier. Oliven, 37. Rebellenstadt, ich sag's euch. Rebellen sind die besten Kunden Bufos, wenn das so weitergeht. Flachs für 18, ja. Nochmal ein bisschen Fisch. Mehr will ich gerade eben hier nicht verkaufen. Und wieder einen Fertigkeitspunkt erhalten. Das heißt aber natürlich, wir schauen hier nochmal nach, was die hier vielleicht selber im Angebot haben. Die haben da nicht so viel im Angebot. Nö, die sind hier relativ uninteressant ansonsten. Dann geht's wieder nach Danglanis. Also Bufo kann sich da gerade eben wirklich nicht beschweren. Es läuft für ihn richtig gut. In Lageta gibt es jetzt nun auch Rebellen. Das Leder werde ich hier los. Werkzeuge haben hier einen richtig guten Preis. Wir haben für 60 irgendwo eingekauft. Oliven haben hier immer noch auch einen guten Preis. Ja, mehr können wir nicht machen. Nochmal ein bisschen den Käse hier noch verkaufen. Und wieder einen Fertigkeitspunkt erhalten. Für 9, ne, wir haben da bessere Preise gesehen. Ne, ich will die Oliven hier nicht kaufen. Bier für 46. Ja, solange es unter 50 ist, ist es okay. Wobei, ne, wir haben selber genug Bier. Wir haben selber genug Bier, Leute. Fell. Fell könnte man hier nochmal kaufen. Ne, ist auch kein guter Preis, wie ich gerade realisiere. Und wir haben bereits genug Fell. Macht keinen Sinn für uns, Fell zu kaufen, solange wir noch so viel Felle haben. Schweine für 38. Nee, tatsächlich ist das jetzt hier alles nicht ganz so interessant. Pferde wollen die auch nicht. Vielleicht soll ich mal weiter nach Norden reisen, zu den Sturgianern. Vielleicht haben die da auch irgendetwas Sinnvolles für uns. Ach, das ist meine Burg. Denkt sich Bufo. So richtig so, aha, meine Burg. Ja, ihr seht, na, hier gehen die Oliven für 25. Ja, sogar noch für 20. Getreide.
so mittelgeil gerade eben gewesen hier. Den Pferden fangen die hier nichts an. Hier gibt es wenig, was einen so richtig anspringt. Ein bisschen Leder könnte man noch kaufen. Oh, hör mal hier, die Schweine wieder für 35. Komm, wenn sie unter 40 sind, ist es okay. Ja, wobei, nee. Nee, das rechnet sich nicht. Das rechnet sich nicht. Wobei, ja doch, für 35, 36 können wir sie kaufen. Aber ansonsten rechnet sich's nicht. Keramik rechnet sich garantiert. Warum ist das hier so billig? Keramik ist hier erschreckend billig. Das Silbererz nehme ich auch noch mit. Fell für 39. Wie gesagt, ich würde gerne, aber wir haben schon so viel Fell. Es bringt ja nichts. Jetzt hier auf Teufel komm raus, ne? Gehen wir nach Rebel. Wir waren schon lange nicht mehr dort, schon gar nicht friedlich. Vielleicht lohnt es sich dort oben mal einen Blick hinzuwerfen. Ach nee, warte mal, dafür muss ich erstmal nach Varchek. Dann gehen wir nach Varchek. Ich dachte, hier gäbe es auch einen Übergang, aber gibt es nicht an der Stelle. Wir haben locker flockig, glaube ich, jetzt 100.000. Nee, haben wir nicht. Wir haben 30.000 gemacht, seitdem wir angefangen haben mit der neuen Aufnahmestaffel. Für oh, Fisch für 12. Ich kaufe erstmal den Fisch hier ein, solange er für 12 ist. Ich kaufe den Käse ein, solange er für unter 25 ist. Ich kaufe Fleisch ein, solange es unter... Oh, das ist auch okay. Werkzeug ist hier günstig. Leder ist hier günstig. Fell ist hier günstig. Und Kühe sind hier günstig. So, jetzt gucken wir, was wir verkaufen können. Oliven. Aber es werden nicht viele Oliven gehen. Ein bisschen was Trauben gehen, auch ein paar, aber auch nicht viele. Bier geht hier. Ja, der Preis ist nicht schlecht fürs Bier. Schweine kann ich hier noch verkaufen. Das war jetzt eher ernüchternd hier. Streitross. Hat auch noch ein bisschen was gegeben, aber halt nicht viel. Okay, dann gehen wir mal wieder nach Karbanseet. Ich hatte mir von Varchek ein bisschen mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war jetzt eher so, ne, versteht ihr, so mittelgeil. Da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Vielleicht habe ich auch den Markt jetzt schon wieder ein bisschen ruiniert und ich sollte besser woanders hingehen. Ich muss hier dringend raus, wenn die jetzt hier den Batanien den Krieg erklären. Das wäre nicht gut. Ja, komm, ich verkaufe denen hier mal die zwei Rinder. Ich finde das nicht gut, was die tun. Die versauen Bufo de facto jetzt hier sein Geschäft. Mit ihrer sinnlosen Kriegstreiberei. Aber Bufo ist sich nicht zu fein, den Feind vorher natürlich auch noch mit ein bisschen Zeug zu versorgen. Ich kaufe nochmal einen Samt oder zwei. Komm, die Kuh haue ich auch noch raus. Das Silbererz haue ich hier noch raus. Ja, das ist in Ordnung so. Und jetzt haben wir schon 150. Jetzt schauen wir mal gerade eben nochmal. Ne, mit Pferden fangen die ja nichts an. Kaufen. Ja, ich kann hier Hartholz kaufen. Das ist nur so Shepherd vom Preis her. Keramik kann man hier richtig günstig noch kaufen. Schweine nicht. Und jetzt muss ich echt gucken, dass ich diese Lande verlasse. Und ansonsten bin ich mitten im Feindesland. Nix wie weg! Sie versauen uns alles!
So, wir haben übrigens jetzt hier wieder einen schönen Punkt, der uns möglich ist. Also, Inhaltshandel. 10% höhere Zollannahme ist für mich total irrelevant, ehrlich gesagt. Beim Warten in Siedlungen wird der Truppenlohn um 50% reduziert. Söldnerverbindungen. Die Produktion eurer Werkstätten wird um 25% erhöht. Das finde ich geil. Der Sold von Söldnertruppen wird um 25% verringert. Ja, also, das ist eher so der Way to go für Bufo. Auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal nach Rowald. Das fühlt sich halbwegs sicher an. Ja, also bin ich dann halt auch dafür, was auch immer das sein soll, Euer Majestät. Okay. Sei es drum. Sie haben einen Krieg gewollt, sie bekommen einen Krieg. Bufo wird sich das wieder aus der Ferne anschauen. Ich kümmere mich um die Logistik, Euer Majestät. So, Keramik, ne? Genau, kann man auch ein bisschen verkaufen. Fell. Fell geht hier wieder gut. Das tragen wir schon seit Ewigkeiten mit uns rum. Kauf's mal, solange es noch einigermaßen grün jetzt hier ist, ne? Ja, das war's jetzt ja auch schon. Hartholz haben wir für unter 20 eingekauft. Käse. Ja, muss ich ein bisschen aufpassen. Fisch haben wir für 12 eingekauft. Trauben. Das müsste auch noch passen. Fleisch. Oliven. Ton. Ja, das bringt wieder einen Haufen Zeug. Nochmal einen weiteren Punkt hier an der Stelle. Und de facto sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen, meine lieben Freunde. Ich kaufe jetzt hier gerade eben nochmal das Bier wieder. Auch wenn wir, glaube ich, noch relativ viel Bier haben. Ne, wir haben gar nicht mehr so viel Bier. Für 40, das ist okay. Hartholz, ne, das haben wir gerade eben gekauft. Rohseide. Zweifle, dass ich das so gut losbekomme, wie ich gerade sehe. Werkzeuge kann ich noch kaufen hier. Ja, das ist fantastisch. Ohne Witz, das gesamte Werkzeug. Leinen kann ich hier kaufen. Bin gespannt, ob ich das wirklich für so einen geilen Preis losbekomme. Komplett hier alles gekauft. Schweine für 34. Ja, ein paar. Oh, und Kühe. Ja, ich habe noch ein paar Kühe gekauft. Okay, Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, na, wobei doch, das Bier ist auch noch günstig. Machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn ihr wollt. Ja, kaufe jetzt hier gerade eben nochmal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.